Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne, herzlich willkommen. Ich habe keine Ahnung, aber irgendwie sehen meine Haare fast immer merkwürdig aus in letzter Zeit, wenn ich hier ein Video mache. Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne, herzlich willkommen zum weiteren Videoblog. Natürlich habe ich ihn vergessen, zumindest direkt nach den Spielen zu machen. Es ist jetzt schon um eins, muss ich ihn aufnehmen. Weil jetzt habe ich mich daran erinnert, weil ich habe jetzt diesen Notizzettel auf meinem Desktop gesehen. Bevor wir anfangen, kurz zu dem Date, weil das habe ich ja angesprochen, dass ich heute wahrscheinlich oder von dem letzten Spieltag wahrscheinlich kein einziges Spiel sehen kann, werde tun, aber es geht doch. Warum? Weil jetzt sehen wir uns erst morgen, also heute, also Samstag, an dem Tag, wo Deutschland spielt. Warum? Weil wir haben was online geschrieben, also kurz bricht jetzt. Wir haben was online geschrieben und sie hat gefragt, ob ich am Freitag 17 Uhr Zeit hätte und ich habe gesagt, ja, Freitag 17 Uhr habe ich Zeit. Also war ich Freitag 17 Uhr bereit. Und glücklicherweise, bevor ich zum Treffpunkt gefahren bin, habe ich nochmal gefragt, bleibt es bei 17 Uhr? Und sie dann morgen? Fragezeichen. Und ich so, was? Und sie hat gedacht, sie hätte Samstag geschrieben und ist auch von Samstag ausgegangen und hatte auch Freitag keine Zeit. Also blieb mir nichts anderes übrig, als zu sagen, okay, wir machen es Samstag oder ich hätte es verschoben. Aber ich hatte kein gutes Gefühl dabei, das zu verschieben. Deswegen treffen wir uns jetzt Samstag 17 Uhr, was bedeutet, dass ich höchstwahrscheinlich, was heißt höchstwahrscheinlich, dass ich Deutschland nicht sehen werde. Es sei denn, wir sind durch Zufall irgendwo, wo gerade Deutschland läuft. Und selbst wenn, muss ich mich ja mehr auf sie als auf, ach Gott, das, oh. Deutschland wird also verlieren, weil ich nicht mitfiebern kann. Wenn wir gewinnen sollten, was ich natürlich hoffe und denke, dann würde ich das Spiel wahrscheinlich nochmal in der Wiederholung mir komplett reinziehen. Aber wahrscheinlich, also vielleicht habe ich Glück, aber ich gehe erstmal nicht davon aus, sehen zu können. Ach Gott, das ist so beschissen. Ich könnte jetzt, ich würde jetzt am liebsten noch eine Stunde drüber reden, warum ich mich entschlossen habe, nicht zu sagen, okay, dann müssen wir es an einem anderen Tag machen, sondern gesagt habe, okay, wir machen es Samstag 17 Uhr. Aber das ist jetzt egal, es könnte nicht rein, deswegen. Ich habe die Spiele heute gesehen, wo, immerhin. Und das ist besser als nix. Wobei, ja, komm, gucken wir mal, was ist denn heute alles so passiert. Oh, gehen wir weiter hoch, Mikrofon, so. Also, das Ganze ging los mit Dänemark. Nee. Das Ganze ging los. Wo sind wir denn? I always feel like somebody's watching me. Brasilien, Costa Rica. Oh, was für ein Spiel. Brasilien hat absolut verdient gewonnen, aber Costa Rica gerade am Anfang so, haben sie ganz gut mitgehalten, hatten natürlich auch ihre Außenseiterchancen, aber im Großen und Ganzen, auch wenn Brasilien erst in der Nachspielzeit dann die zwei Tore gemacht hat, mal wieder mit dem relativ theatralischen Neymar, muss ich sagen. Es war natürlich verdient, aber Brasilien hat nicht gezeigt, dass sie hier Anwärter auf dem WM-Titel sind. Also, ich gehe ganz stark davon aus, also eigentlich, entweder müsste jetzt, ich sag mal so, entweder müsste, na, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Kroatien weiter so spielen und Kroatien Weltmeister werden, oder man kann wahrscheinlich sagen, es wird jemand Weltmeister, der nicht von Anfang an gezeigt hat, dass er die Ambition dazu hat. Mal schauen, vielleicht warten wir auch erst den ganzen zweiten Spieltag ab, weil es ist ja noch nichts entschieden, solange man das zweite Spiel nicht gespielt hat. Deswegen, wenn jetzt theoretischerweise Deutschland gewinnt gegen Schweden, von mir aus auch souverän gewinnt gegen Schweden, dann souverän gegen Südkorea gewinnt und durchmarschiert, wird am Ende wohl jeder sagen, okay, Deutschland ist verdient Weltmeister geworden, das erste Spiel war halt zum Wachwerden. Aber es gab ja jetzt wie Brasilien und anderen Favoriten, Argentinien raus höchstwahrscheinlich, gab es ja jetzt viele Favoriten, die in den ersten beiden Spielen Scheiße gebaut hat. Deswegen bin ich gespannt, wie Deutschland spielt. Aber wie gesagt, Brasilien, Costa Rica, Brasilien verdient gewonnen. Nigeria, Island, alle haben natürlich für Island mitgefiebert. Die können immer noch weiterkommen und dadurch auch Argentinien rausschmeißen. Aber Nigeria gewinnt. Island war teilweise ganz gut, aber verschießen auch einen Elfmeter. Gut, das war auch ein relativ später Elfmeter. Da stand schon 2-0. Hätte wahrscheinlich nicht so viel ausgemacht. Also ich denke, Nigeria hätte trotzdem 2-1 gewonnen. Aber ja, schade, schade. Ich war natürlich auch für Island, hätte mir das gegönnt. Hätte mir das gegönnt, hätte ihnen das gegönnt, wenn sie gewonnen hätten. Aber im Endeffekt hat Nigeria, glaube ich, auch einfach verdient hier gewonnen. Ich gucke mal noch kurz in die Statistik rein. Ja, 16 zu 9 Schüsse, 4 zu 3 Torschüsse, 62 zu 38 Ballbesitz. Also die Statistik spricht dann schon eher für Nigeria. Wie war denn die bei Brasilien, Costa Rica? Ja, also ganz klar hat Brasilien verdient gewonnen. 22 zu 3 Schüsse, 10 zu 0 Torschüsse, 72 zu 28 Ballbesitz, 9 zu 1 Eckbällen, also ganz verdient.
Serbien gegen die Schweiz, was für ein geiles Spiel. Und ich, Vollidiot, hatte unentschieden getippt, Serbien-Schweiz. Ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, ich hätte auf Schweiz getippt, weil mein Gefühl hat Schweiz gesagt, mein fußballerischer Sachverstand hat Schweiz gesagt, alles hat Schweiz gesagt. Und ich, Idiot, hatte irgendwann mal unentschieden eingegeben und ich nochmal nachgeschaut, ey. Richtig, richtig bitter. Als Schweiz das 2-1 geschossen hat, da habe ich so überlegt, hast du jetzt 1-0 auf die Schweiz getippt oder 2-1? Direkt mal nachgucken, in die Kicktipp-App reingegangen und da schon da 1-1, what? Fuck! Ach, war das bitter. Das hat mich echt geärgert, weil, ja, ich hätte nochmal reingucken sollen vom Spiel. Egal. Schweiz hat trotzdem gewonnen, obwohl Serbien in die Führung gegangen ist. Serbien war am Anfang auf jeden Fall die bessere Mannschaft. Ich denke, Schweiz war hinten raus die bessere Mannschaft und wahrscheinlich im gesamten Komplettpaket auch die leicht bessere Mannschaft. Aber es hatten beide große Chancen, deswegen unentschieden wäre auch absolut okay gewesen. Dennoch ist es nicht ganz unverdient, dass die Schweiz hier gewinnt. Statistik ist auch hier in Richtung Schweiz 13 zu 20 Torschütze. Die Schweiz ist als zweites, also 13 zu 20 Torschütze für die Schweiz. 3 zu 5 Schüsse aufs Tor für die Schweiz, 37 zu 63% Ballbesitz für die Schweiz und 3 zu 7 Eckbällen für die Schweiz. Und Serbien einfach durchgetrieben, was die Fouls angeht. 17 Fouls, aber auch Schweiz war recht aggressiv mit 13 Fouls. Dafür aber die meisten gelben Karten bei Serbien, 4 Stück und nur eine für die Schweiz. Geiles Spiel, richtig geiles Spiel. Nicht die ganze Zeit, aber gerade dann gegen Ende, gerade als dann auch das 1-1 gefallen ist. Und ja, der 2-1-Siegtreffer war auch geil. Und oh! Shaqiri hat ja noch diese mega geile Chance, die leider nur ans Kreuz ging, aber oder nur ans Kreuz langgewischt hat. Aber das wäre super geil gewesen. So, kommen wir jetzt zu den drei Spielen, die anstehen, die ich halt. Also das erste Spiel kann ich zum großen Teil sehen, denke ich. Belgien gegen Tunesien. Wir treffen uns 17 Uhr. Ich denke, ich wäre so 16:30 Uhr los. Ach, vor allem das Geile war ja, wie gesagt, es war kurz vor halb fünf, also kurz vor 17 Uhr, und ich wollte halt zu halb fünf losfahren. Und ich war schon kurz davor, einfach loszufahren, ohne nochmal zu fragen. Hat dann halt gefragt, hier, 17 Uhr steht noch. Also wir hatten vorher schon geschrieben noch an dem Tag, aber er hat nicht nochmal finalisiert, dass wir jetzt 17 Uhr treffen. Und ich hatte halt, ich war extra nochmal joggen vorher. Ich habe mich total fit gemacht, war joggen, habe mich total beeilt, war dann natürlich duschen, habe mich frisch gemacht, habe mich schön gemacht, habe mich gestylt, habe mich frisch rasiert, oh mein Gott. Und war komplett fertig. Also ich glaube, nur meine Hose muss ich noch anziehen. Und habe mir schnell noch was zu essen reingeschoben, nebenbei, weil ich das Spiel lief. Und dann schreibe ich halt so und dann ist das Ding durch. Ich war komplett gestylt und alles. Ich war direkt deprimiert und der Tag vorbei. Was soll's, da konnte ich mir wenigstens in Ruhe noch Fußball angucken. Das hat echt entschädigt. Von daher, aber kommen wir jetzt zu den Spielen, die ich alle nicht sehen werde. Außer vielleicht ein bisschen was von Belgien, Tunesien. Da bin ich gespannt, wie sich Belgien macht. Aber ich gehe davon aus, Belgien wird das souverän gewinnen. Mit dem 1-0, wie die meisten Ergebnisse in dieser WM. Nee, ich denke schon, die werden hier einen souveränen Sieg einfahren. Wieder 2-3-0 in die Richtung, 4-1, irgend sowas. Aber wobei, Tunesien wird kein Tor schießen. Denke eher so 2-0, 3-0. Südkorea, Mexiko, ach, wie gerne würde ich sehen. Einfach nur, weil es ein super spannendes Parallelspiel ist aus der Gruppe, ne? Wenn Südkorea jetzt hier gewinnen, was natürlich am besten wäre, oder? Ich glaube, ein Gewinn, also ein Sieg für Südkorea wäre am besten, weil, wenn es nun Unentschieden gibt, hat Mexiko ja schon 4 Punkte. Ja, also am besten wäre, wenn Südkorea hier gewinnt. Und ich bin auch so für Südkorea, auch ohne die Konstellation wäre ich für Südkorea, habe ich ja schon gesagt. Ich mag Südkorea und Japan sehr, weil ich einfach die asiatischen Mannschaften mag. Außer irgendwie China. Ich weiß nicht richtig warum. Ich habe nichts per se gegen China. Ich meine, ich mag jetzt zwar die Regierung nicht unbedingt, aber ich habe nichts gegen die Chinesen oder so, also gegen die Bevölkerung, aber irgendwie. Ja, ich weiß nicht, vielleicht haben sie mich einfach noch nie begeistert. Wie gesagt, bei mir hängt auch immer so ein bisschen daran, ob es Momente gab, wo sie mich begeistert haben. Also, wenn die China jetzt zum Beispiel mitspielen würde und China dann total geilen Fußball zeigt, dann wäre natürlich auch sofort Chinesen-Fan. Also, aber jetzt so vom allgemeinen Gefühl her, ohne dass man irgendwie beeinflusst ist, Südkorea mag ich. Ich mag auch Japan als Mannschaft, aber irgendwie China? Ich kann noch nicht mal richtig erklären, warum, aber die sind mir irgendwie so, also denen bin ich neutral gegenüber eingestellt. Ja, aber Südkorea, Mexiko, ich hoffe, dass Südkorea gewinnt. Aber mein fußballerischer Sachverstand und alles sagt eigentlich, dass Mexiko gewinnen wird. Es wird ein 1-0 oder so, das habe ich mir tippt. Ich muss mal gucken, was ich immer tippe hier so. Also ich labere dann immer Zeugs und dann tippe ich was ganz anderes und am Ende ärgere ich mich wieder. Ach so, wie ist es eigentlich ausgegangen? 8 Punkte. Okay, ich bin Vierter momentan. Aber mir fehlen nur 3 Punkte auf dem ersten, also ist noch alles drin. So, Tippabgabe, wo ist es denn da? Belgien, Tunesien habe ich 2-0 getippt, lasse ich so, gefällt mir. Südkorea, Mexiko.
Habe ich 2-1 Südkorea getippt, ist halt ein kleiner Liebhabertipp, aber ich tipp's jetzt um, weil ich tipp's auch nur um auf ein 1-0, glaube ich. Wobei Südkorea, den traut eigentlich auch ein Tor zu. Ne, ich mach 2-1 für Mexiko. Ja, ich will halt irgendwie auch versuchen, die Gruppe zu gewinnen hier, diese Tipp-Tipp-Runde. Ich habe nämlich auch die Bundesliga wieder gewonnen gehabt, die letzte. Mit einem Punkt Vorsprung. So krass, ich musste am letzten Spieltag 7 Punkte machen, um Erster zu werden, mit einem Punkt Vorsprung. Und ich mach die 7 Punkte. Also nicht 7 Punkte insgesamt, sondern ich musste 7 Punkte gut machen auf den ersten. Ich war zweiter Platz. Ich musste 7 Punkte gut machen auf den ersten Platz. Habe in der letzten, im letzten Spiel, am letzten Spieltag habe ich dann halt diese 7 Punkte gut gemacht auf den ersten Platz und bin dadurch mit einem Punkt Vorsprung Erster geworden. Das war geil. Und jetzt fehlen mir 3 auf den ersten Platz. Bin Vierter. Das ist ein sehr, sehr dichtes Feld noch. Ich hoffe, dass ich noch ein bisschen nach vorn kommen. Ja, ich tippe auf Mexiko 2-1. Und Deutschland gegen Schweden. Natürlich sollte Deutschland eigentlich gewinnen. Und ich habe hier auch ein vogelwildes 3-1 drin stehen, was ich auch nicht ändern werde bei den Tipps. Mein fußballerischer Sachverstand sagt mir in dem Fall, diesmal ist es genau umgedreht, mein fußballerischer Sachverstand sagt mir, dass es ein schwieriges Spiel wird. Ein kämpferisches Spiel, aber dass Deutschland trotzdem dann am Ende souverän gewinnt. Mein Gefühl ist diesmal aber genau andersrum und mein Gefühl sagt mir, Deutschland wird verlieren und rausfliegen. Ich hoffe, mein Gefühl. Ich weiß ja, dass mein Gefühl scheiße ist. Also selbst wenn das jetzt eintreten würde, würde ich jetzt auf mein Gefühl nichts geben, weil das Gefühl ist total random, es ist sinnlos. Also ich habe keine hellseherischen Fähigkeiten, was das angeht im Fußball, sondern ich hatte schon so oft ein Gefühl, was dann einfach nicht eingetreten ist. Deswegen, selbst wenn jetzt Deutschland verlieren sollte, was nicht passieren darf, oh mein Gott, ich habe schon erklärt, warum niemals passieren darf. Aber diese Selbstsicherheit bei allen, die in der Mannschaft sind, die macht mir eher Angst, dass es mir Zufriedenheit gibt. Ich weiß auch nicht. Also ich habe das dumme Gefühl, sie gehen die Sache ein bisschen arrogant an und der Weltmeisterfluch lastet auf ihnen, dass einfach die Weltmeister in den Vorrunden ausscheiden. Also wenn das jetzt passieren sollte in dieser Weltmeisterschaft, dass Deutschland ausscheidet, was ich nicht hoffe, dann haben wir dreimal in Folge, wenn ich mich jetzt nicht, nee, Quatsch, 2014 waren wir Weltmeister, ach nee, das muss ja noch passieren, ja, ich bin dumm. Ich glaube, dreimal in Folge war es dann, dann ist es Deutschland, Italien und Spanien. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann dieses Jahr jemand Weltmeister wird, also eher so ein leichtes Außenseiter-Team, sowas wie Kroatien oder sowas, die halt eine goldene Generation gerade haben, die aber auch schon alt werden, wo jetzt in der nächsten Weltmeisterschaft in 4 Jahren viele fehlen werden, junge Mannschaft, schwieriges Verhältnis, keine Ahnung. Und die werden dann auch rausfliegen in der Vorrunde, weil sie einfach kein richtig krasses Team haben und es passieren kann. Aber dann haben wir 4-mal in Folge diesen Weltmeisterfluch, dass der Weltmeister immer in der Vorrunde ausscheidet und dann ist es in den Köpfen drin. Das heißt, wer auch immer dann beim nächsten Mal 2022 in Katar ist ja dann Weltmeister wird, der wird dann halt übernächstes Mal, also 2026, egal welche Mannschaft es ist, denke ich auch wieder rausfliegen, weil dann ist es in den Köpfen drin und dann ist es halt so ein beschissener Fluch und dann wird es wahrscheinlich dauern, bis er gebrochen wird. Schauen wir mal. Ich habe 3-1 Deutschland getippt. Wie gesagt, rein theoretischerweise muss es ja auch so passieren. Deutschland ist die deutlich bessere Mannschaft. Haben ordentlich eins auf den Deckel bekommen gegen den, denke ich, aber auch stärksten Gegner der Gruppe, Mexiko. Und jetzt Schweden, Südkorea muss jetzt einfach gewonnen werden. Und geil wäre natürlich, wenn sich Deutschland richtig freischießt. Wie gesagt, selbst ein 3-1 wäre okay. Dann sieht man, okay, wir machen vielleicht noch nicht alles richtig. Am liebsten wäre mir auch, wenn dieses eine Tor von Schweden kein Lackertor wäre, kein Standard, sondern rausgespieltes Tor, dass man nochmal die Fehler sieht von Deutschland, dass sie nochmal sich zusammenreißt, aber halt auch 3 Tore gleichzeitig, um sich ein bisschen Frust rauszuschießen, um zu zeigen, ja, wir haben es noch drauf. Und wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal ob ich schon irgendwie gesagt habe im Videoblog, aber ich kann jetzt schon sagen, wenn Deutschland mit mehr als 3 Toren gewinnt, oder selbst denke ich, wenn Deutschland nur 3-0 gewinnt, also mit nicht mehr als 3 Toren, aber zu 0 halt, 3-0. Also, ich sag mal so, ich prophezeie, wenn Deutschland entweder 3-0 gewinnt, oder mit mehr als 3 Toren, also 4-1 und so weiter, ne? Dann wird die Weltpresse sie wieder zum Weltmeister reden. Also ich sag's euch, ich wette mit euch, sobald das passiert, dass Deutschland entweder 3-0 oder mit mehr als 3 Toren gewinnt, dann heißt es halt wieder, ach Deutschland, jetzt sind sie wieder gut, bla bla bla, die werden Weltmeister. Ich würde mich nicht wundern. Und mein Gefühl, ich hatte eine Eingebung, die hatte ich beim letzten Mal schon gesagt, ne? Ich hatte eine Eingebung, dass Deutschland 8-0 gewinnt. Ich weiß nicht warum, ich saß auf dem Sofa, ich war crazy drauf. 8-0 Deutschland wird nicht passieren, aber wir schauen mal. Ich werde es nicht sehen können. Oh, ich muss schon wieder dran denken, ich hatte es gerade verdrängt gehabt. Fuck! Och, ich würde euch so gerne noch erklären, warum. Manche werden jetzt vielleicht denken, warum verschiebst du das nicht einfach? Sie hat Freitag geschrieben, ich habe erst nochmal nachgeschaut gehabt. Sie hatte wirklich Freitag geschrieben und ich hatte Freitag bestätigt. Also war es nicht meine Schuld, es war mehr oder weniger ihr Missverständnis.
Also könnte ich ohne Probleme sagen, wir verschieben uns, ich habe keine Zeit oder so. Und eigentlich hatte ich ja auch am Samstag ausgemacht, zu Freunden zu gehen, die das Spiel schauen, wo ich natürlich auch mit anschauen wollte. Aber ich habe meine Gründe, obwohl ich ein riesen Fußballfan bin und obwohl ich, na, sag ich mal, ja, eigentlich mir das total wichtig ist, ist es einfach so ein ganz, also gibt es einfach Gründe, die könnt ihr auch erzählen, wenn ihr jetzt Bock hätte, noch 20 Minuten mal zu erzählen. Also es ist einfach Gründe, ich muss mich dafür entscheiden. Ich sag mal so, der Tag kann entweder geil werden, dann bereue ich es nicht, logisch. Vielleicht wird es auch ein geiler Tag, inklusive Fußball schauen, wobei ich das nicht glaube, davon gehe ich auch nicht aus, das ist auch nicht wichtig. Aber es könnte ein geiler Tag werden und dann bereue ich es auch nicht. Oder es könnte auch ein beschissenes Date werden und dann wäre es natürlich richtig krass bereuen. Aber vielleicht habe ich in 10 Jahren Kinder mit einer Frau. Und dann werde ich mir denken, zum Glück hast du es gemacht. Das ist das Geile. Man kann vor jeder Person, mit der man sich trifft oder so, kann man denken, das ist es vielleicht. Das ist vielleicht die Person, mit der ich Kinder haben werde. Oder mit der ich erstmal zusammenkommen werde, mit der es richtig geil wird, mit der ich Kinder haben werde. Das kann man sich von jeder Person denken. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, immer geringer als die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht passiert. Aber wenn man immer weitermacht, kommt ja irgendwann diese Person. Also hat man irgendwann auch recht. Deswegen ist es scheißegal. Man kann sich auf jeden Fall immer einreden. Aber mein Gefühl ist eigentlich eher, dass es nicht so gut wird. Ich weiß auch nicht. Ja. Ich versuche mich die ganze Zeit zu erinnern, wie also was mein Gefühl war. Vor dem ersten Date mit meiner letzten Freundin, das war super geil auf jeden Fall, das erste Date. Und generell war die Anfangszeit super, super geil. Und wir haben aber, es war halt ein anderes Ding, weil mit der jetzt, mit der ich mich morgen treffe, das war total spontan so. Wir haben erst. Jetzt ist schon Samstag, also vorgestern am Donnerstag. Oder war es am Mittwoch? Egal, entweder am Mittwoch oder am Donnerstag haben wir erst online geschrieben und haben noch direkt an dem Tag innerhalb von ein paar Stunden ausgemacht, dass wir uns treffen. Das habe ich noch nie gehabt. Ich bin echt jemand, der immer gerne ein bisschen schreibt erstmal und die Person auch so ein bisschen versucht einzuschätzen, weil ich halt einfach keinen Bock habe, viele Dates zu haben, die dann einfach ein totaler Reinfall. Weil meistens merkt man schon am Schreiben, ob man irgendwie so grob zueinander passen könnte. Und ich mochte aber irgendwie sie ist auch nicht hässlich, logischerweise, und ihr Humor hat mir vor allem gefallen. Und obwohl ich so wählerisch bin, was meine Dates angeht, der Humor hat's gemacht. Und ich bin gespannt. So ein Date hatte ich auf jeden Fall noch nie. Also das ist ja fast noch ein Blind Date. Wir wissen eigentlich noch nicht wirklich viel von dem anderen. Ich weiß mittlerweile, dass sie eine Filialleiterin von der Bäckerei ist. Yay, süße Teile. Aber bei meiner Ex zum Beispiel, wo es am Anfang richtig geil war, hat auch das erste Date, wir haben halt richtig viel geschrieben am Anfang. Richtig, richtig viel geschrieben. Und da hatte ich mich eigentlich schon vom Schreiben werden sie verliebt. Und ich weiß aber nicht mehr, wie mein Gefühl war. Aber ich glaube, mein Gefühl vom ersten Date war trotzdem scheiße, weil ich kurz vorher jemanden anderes gedatet habe und da war es halt scheiße. Und das war halt nicht in der gleichen Stadt, aber von der Entfernung war es jeweils eine Stunde entfernt. Und ich dachte, boah, jetzt musst du zu der fahren, die hat in Dresden gewohnt, meine Freundin, meine Ex. Jetzt musst du nach Dresden fahren, wieder eine Stunde Autofahrt, dann wird es wieder so ein Schrott, die letztes Mal in Leipzig, da war ich in Leipzig. Hast eigentlich keinen Bock drauf. Ich glaube, so habe ich gedacht. Also, ich hatte ein beschissenes Gefühl, obwohl das Schreiben mega geil war. Und es war dann auch mega geiles Date. Jetzt habe ich ein neutrales Gefühl mit dem Hang zu, ach, es wird eigentlich scheiße werden, vor allem halt, weil ich Deutschland verpassen werde. Und wir haben halt fast gar nicht geschrieben vorher. Sie ist auch jemand, der anscheinend nicht so gerne antwortet und nicht so viel schreibt. Was übrigens auch einer der Gründe ist, warum ich keinen Bock habe, das zu verschieben, weil ich nicht weiß, ob das funktionieren wird. Auf lange Sicht. Ich muss einfach morgen wissen, ob da irgendwas funktionieren wird, ob das in irgendeine Richtung führt, die mir gefällt, oder eben nicht, weil dann, ich glaube, ich muss es dann einfach direkt beenden, weil ich keinen Bock mehr habe, mir das zu schreiben. Ich schreibe einfach so. Ah, inkonsequent. Egal, ich rede jetzt schon wieder viel zu lange, unter 20 Minuten, alles ist gut, ein bisschen Off-Topic mit reingemacht. Der eine oder andere wird es gelofft haben, dass ich hier die Off-Topic-Scheiße mit reingemacht habe. Der eine oder andere wird vielleicht schreiben, pack's es, mach mal wieder mehr Videoblogs, die sind total geil. Ja, die gucken auch irgendwie ein paar mehr Leute an, habe ich das Gefühl, aber ich glaube, das sind einfach nur die Leute, die über die YouTube-Suche draufkommen auf mein Video, weil sie haben das Spiel gesucht, was ich reingeschrieben habe. Sie wollten die Zusammenfassung des Spiels sehen und naja, ist egal. Ich mache jetzt Schluss, bevor wir über die 20 Minuten kommen. Es ist jetzt fast 2:30 und ich muss ja noch diesen Dreck hier rendern, hochladen und was sagt der liebe Lord noch? Schneiden, nee, schneiden muss ich nicht. Haha. Ich muss es nur rendern und hochladen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, Pax. Ich will mir das zu essen machen, ich habe Hunger, von daher.
In der Zwischenzeit kann das Ding hier rendern und hochladen. Erst rendern und dann hochladen. Ich muss sogar zweimal rendern, weil mein scheiß Webcam-Programm rendert's vor. Dann ist die Datei aber immer noch 2 GB groß oder größer. Und dann muss ich ein richtiges Programm nehmen zum Rendern und dann ist es noch 200 MB groß oder so. Also ich weiß nicht, was dieses beschissene Vorrendern von diesem Programm soll, weil das dauert ja auch eine Zeit. Ich soll das einfach weglassen. Ich will diese Rohdatei haben und dann schnick, schnack, schnuck rein in den kleinen Muck. Gerendert hochgeladen. Meine Herren, jetzt sind wir doch über 20 Minuten. Jetzt kann ich auch die Stunde voll machen. Das ist auch egal. Macht's gut.